Bundes Opernball. Jetzt in ORF 1. Auch vor der Eröffnung wurde getanzt, und zwar etwas anders, als man es erwartet, in einem Hotel gegenüber der Oper. Familienparty Deluxe auf 15 Quadratmetern groovte sich Maria Sandner mit Bruder Christoph, Ehemann Marco und Designerin Eva ein. Also nachdem es doch ein bisschen zu eng ist bei uns da im Zimmer, darf ich sagen, wir gehen jetzt direkt an die Bar, oder? Was sagt's? Sehr gute Idee. Packen wir's. Doch drehen wir die Zeit noch ein bisschen zurück. Ja, hallo! Hi! Ich glaube, du hast ihn gleich gebracht. Was durfte sich denn die Maria denn für das Kleid wünschen? Drama. Ja, Drama und Prinzessinnenmomente. Und wir haben uns bewusst für diese starke Farbe entschieden. Also es sind ja diese saftige Kirschrot, das in unterschiedlichen Materialien vorkommt. Und wir wollten ein starkes Statement setzen, aber trotzdem klassische Elemente auch aufgreifen. Während Maria sich in eine Prinzessin verwandelte, wartete Ehemann Marco auf den großen Moment. Ist das so aufregend wie der Heiratsantrag? Ähnlich, ja. Opernballkleid ist natürlich ein Top-Thema bei uns zu Hause, aber der Heiratsantrag, ja, da habe ich schon ein bisschen mehr Angst gehabt, sagen wir so. Beim Kleid sagt sie nicht mehr nein, die 5 Stunden vorher? Nein, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist dort deutlich geringer. Der Zeitplan war straff, ein kurzes Telefonat mit Töchterchen Antonia aber noch drin. Ja, bitte, Antonia. Du hast gerade einen Schoko gegessen, ne? Mei, bei der Oma, Oma geht's dir gut, ha? Bei der Oma geht's dir gut. Baba! Baba! Baba, lieb! Wir haben dich auch lieb, Antonia! Mua.